und die Freiheit. Das gibt es auch im Buch. Genau, und das ist ja die ganze in der Nähe wohnt. Aber, ja, genau. Aber es wird so richtig, wie der junge Mann da ansteht, man müsste erstmal ein bisschen informiert sein, was doch ein bisschen Tier wirklich tiergerecht ist und was ein Tier für Bedürfnisse hat. Und man muss natürlich ein bisschen Empathie und ein bisschen Mitgefühl und Einfühlungsvermögen entwickeln für so ein Lebewesen. Das ist ein Lebewesen. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, weil ich diese Diskussion über diese Kassenstände auch mal ganz viel mit Ferkelerzeugern geführt habe, die dann sagen, man muss das so machen, weil die Sauen sonst ihre Ferkel totlegen. Also die sind so groß, so schwer und klären so viele Ferkel, dass sie sich tatsächlich auf schwächere Tiere legen. Und dass sie dann eben sagen, ja, dann kommen wir morgens in den Stall und die Tiere sind plattgelegt. Das geht nicht anders so. Und das ist aber ja auch wiederum nur ein einzelner Ausschnitt. In dem Ausschnitt ist das richtig, wenn ich diese dänische Superzuchtsau mit ihren durchschnittlich, weiß nicht, 17, 18 Ferkel nehme, die kann nicht mehr für sozusagen sich um ihre Ferkel so kümmern. Das ist aber ja nicht naturgegeben so, dass die Ferkel immer tot gedrückt wurden von ihren Müttern, sondern eine Folge von einer Zucht, in der einer Sau, die ja auch ein Muttertier ist, sozusagen dieses ganze Nestverhalten über Generationen. Also eine Sau kriegt ja irgendwie dreimal im Jahr Ferkel, also sehr schnell wieder fruchtbar. Also das sind ja sehr, sehr viele Generationen von Sauen, die dieses mütterliche Verhalten regelmäßig abtrainiert bekommen haben. Und es gibt Landwirte, die Sauenhalter, die mir vollste Überzeugung versichert haben, dass irgendwie, wenn ich davon von dem Matschsuhlen als artgerechtem Verhalten von Schweinen rede, dass sie dann sagen, ja, aber das sind doch Wildschweine und das sind doch nicht unsere Schweine, die also komplett durch ihre Ausbildung, der kompletten Überzeugung waren, die Sau habe überhaupt kein Interesse mehr daran, oder das Mastschwein mit der Nase in der Erde rumzubühlen, das sei irgendwie so ein Relikt von Wildschwein gewesen. Und das macht einem überhaupt erst klar, durch welche Denkschule Landwirte, die in diese industrialisierte Haltung gehen oder in diese Intensivhaltung gehen, in welche Denkschule die überhaupt kommen und warum das so unvereinbar ist mit dem normalen Konsumenten, der Tiere beobachtet und denkt, ja, aber das Schwein will doch noch draußen. Und das ist, glaube ich, ganz schwer. Gesagt, wenn die Sauen genug Platz haben, dann passiert sowas nicht. Ja klar, natürlich. Achso, genau, also bei den Sauen natürlich. Wenn die Sauen so gezüchtet sind und in diesem Haltungsform und in der Art von Futter und so reizarmer Umgebung, dann ist das Risiko, dass sie ihre Ferkel plattlegen, sehr groß. Wenn man aber Tiere wie die bunte Bentheim oder die ganz normale Schweine, die eben nicht so intensiv gezüchtet worden sind, die weniger Ferkel haben und die auch nicht so fett gemästet sind, dass sie eben sehr unbeweglich sind, wenn man die hält, dann ist da nicht die Gefahr. Also natürlich kann immer ein Ferkel sterben, ist klar, aber diese strukturelle Gefahr ist eine Folge der Haltungssysteme und der Zucht. Und es gibt sogar noch für diese Systeme so Ferkelablege, so Gitter, an denen sich die Sauen dann runterlassen, wo die Ferkel drunter herlaufen. Also es gibt auch da Möglichkeiten, das zu ändern, klar. Das ist nicht dort gegeben und man kann den nur so halten. Das ist eine Folge von der Zucht. Und ich wollte damit mal erzählen, dass die Landwirte eben quasi ihr Tier eigentlich nur noch in diesem Haltungssystem kennen. Das hat mir mal Anita Igel, die ja auch oft an der Uni ist, die Tierärztin, die das Buch geschrieben hat, die Kuh ist kein Klimakiller. Die hat mir mal erzählt, die Landwirte kennen ihre Tiere gar nicht. Und ich dachte, irgendwie sie übertreibt und sie sieht das zu streng. Aber ich glaube, dass ganz viele Landwirte tatsächlich nur das Schwein in der Haltungsform Intensivmast kennen und noch nie gesehen haben, wie sich eine Sau im Stroh ein Nest baut, bevor sie ferkelt, oder wie junge Schweine, auch Hybridschweine in der Erde irgendwie nach Würmern und Regenwürmern suchen. Dass dieses natürliche Verhalten, das erleben die ja auch nicht mehr. Ich habe das dazu einen Abschnitt in den Bauern in den Zoo, dass sie das erfahren, dass sozusagen es eine Pflicht geben sollte, nicht nur ein Haltungssystem zu studieren als Landwirt, sondern auch ein Tier in seiner natürlichen Umgebung erstmal. Ich bin Besitzer eines Videostreifens, der in dieser Hinsicht interessanterweise auch sehr deutlich zeigt, dass im Rahmen der Arbeit einer Forschungsinstitution nachgewiesen wurde, dass eben auch hochgezüchtete Sauen die natürlichen Instinkte, wie im Nestbau, nicht verloren haben. Das heißt, werden sie die Freiheit entlassen, dann leben sie das tatsächlich wieder aus. Das ist immer noch da, so gewissermaßen durch die Haltungsformen so verzerrt, so eingeschränkt, so unterbunden, dass in der Tat dieses Verhalten von den Bauern auch dann gar nicht mehr rezipiert wird. Tja, ich kaufe meine oder einige Produkte hier bei einem Kleinbauern in Heidenthal. Diese Familie hat Sauen, die sie ganzjährig auf der Wiese hat. Also auf einem riesigen Areal, wo sie also in Büschen auch im Winter Ferkel produzieren.
Und die sagte mir, sie muss damit aufhören, weil ihr diese Ferkel nicht abgenommen werden, weil sie müssen bis zu 100 Ferkel in einer Hygieneeinheit abgeben an Züchter, sonst werden die nicht aufgenommen. Insofern hört sie damit auf. Und da kann man, wenn man das mit Kindern hinfährt, nochmal sehen, dass diese wirklich schweren Sauen doch pflegeleichter mit ihren Ferkeln umgehen, als angenommen wird. Also die sind ja in größeren Haltungen und die machen Geräusche, sodass die Ferkel dann, wenn man das mal beobachtet, ganz genau wissen, dass sie sich legt oder dass sie sich dreht und dass die Ferkel dann auch davon schoben. Und das ist da ganz wichtig oder einmal ganz anschaulich zu sehen. Aber das ist eben die Produktionskette. Sie wird diese relativ gesunden, widerstandsfähigen Ferkel, wird sie zur Weitermast nicht los. Ich glaube, also das ist richtig. Vielleicht ist das jetzt eine Chance, da über Abnehmer eine Art solidarische Landwirtschaft zu organisieren, dass jede Familie, die sich, weiß nicht, oder zwei Familien, die sich zusammentun und so ein Schwein abnehmen und vielleicht bei einem Schlachthof, das wäre vielleicht eine Chance. Also es gibt tatsächlich, es gibt ganz klar Bestrebungen, diese alternativen Haltungssysteme sozusagen platt zu machen. Und das andere ist auch immer, wenn irgendeine Seuche kommt, man könnte das auch bei der bei dieser Geflügelgrippe beobachten, da wurde dann auch gesagt, ja, das ist über die Freilandhaltung und da ist dann irgendwelche Wildtiere haben das eingeschleppt und dabei wird dann immer argumentiert gegen die Freilandhaltung, das gibt Riesenauflagen und deshalb ist es für die Betriebe, die das alternativ machen, auch so schwer und da stellt aber dann niemand die Frage, wie wenn das über Wildtiere kommt, wie kommen denn eigentlich diese hygienisch abgeriegelten Ställe, wie kommen denn die Wildtiere da rein? Das geht ja gar nicht. Die müssen ja durch irgendeine Schleuse kommen. Das kann ja eigentlich, sind die ja gar nicht in Kontakt mit Wildtieren. Und trotzdem wird immer auf die Freilandhalter sozusagen enormer Druck ausgeübt, dass sie jetzt auch Schweinehalter brauchen, glaube ich, auch so doppelte Zäune, dass Wildtiere nicht irgendwie Kontakt übertragen. Und dahinter steht immer so ein solchen Modell der Sterilität. Das ist immer wie so ein OP und es darf keinen Kontakt geben. Der biologische Ansatz eher wäre, dass die Tiere draußen leben und so robust sind, dass sie eben mit Keimen selber klarkommen und durch aber eine Mischung von Tierhalten und nicht 1 Million Schweine auf engstem Raum ist dann auch der Druck der Infektion in der Draußenhaltung nicht so groß. Also das sind so zwei Denkmodelle, die nebeneinander stehen und im Moment ist es wegen der Auflagen ganz, ganz schwer, so eine gute Draußenhaltung aufrechtzuerhalten. Also richtig tragisch. Also wenn Sie den Hof retten, tun Sie was Gutes. Ja, da möchte ich gerne nochmal einhaken. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier, wenn wir jetzt immer die Landwirte in den Fokus nehmen, ob wir dann nicht so eine Stellvertreterdiskussion führen. Weil es sind die Landwirte gewesen, die diese Systeme erfunden haben, oder es waren Wissenschaftler. Ne? Unter anderem auch im Dienste von Unternehmen. Politik setzt die Rahmenbedingungen, und es ist heute eigentlich so, muss man leider sagen, das haben Sie auch erwähnt, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass ein Landwirt, der in dem System ist, nicht anders kann. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, für 10 Biolandwirte, die umgestellt haben, bleiben nur 4 Biolandwirte. 2 gehen ganz raus, die anderen stellen sich auch konventionell um, weil es sich nicht lohnt. Und da stellt sich irgendwo auch die Frage, wie soll es denn gehen? Also die solidarische Landwirtschaft ist sicherlich ein Modell, was man ausweiten kann, aber es ist wirklich für alle funktionieren. Wenn man sieht, Leute in der Stadt, die 10, 12, 14 Stunden arbeiten, die haben nicht noch die Zeit, die gehen irgendwo schneller essen. Die haben nicht noch die Zeit, sich auf den Hof zu begeben und so was. Da ist die Frage, wo sind denn da Ansätze? Also politisch natürlich auch, ne? Ich habe diese beiden, ich habe noch mehr Ansätze geschrieben, aber ich habe jetzt die, die mir sozusagen was eine komplette Agrarwende angehen könnte, die mir so am umfassendsten erschienen. Aber ich habe ein paar andere Modelle, dass man über zum Beispiel die Erzeugerpreise, über kostendeckende Erzeugerpreise oder auf politischen Wege natürlich auch Rahmenbedingungen verändern kann. Also ich halte das mit Ulf Schönheim, es bringt nichts, wenn der eine auf den anderen zeigt, der Bauer sagt, die Konsumenten sind blöd, die kaufen das Billigste und ich jetzt sage, die Bauern haben das aber gemacht und so weiter und die Bauern sagen, aber die Wissenschaftler haben uns dazu geraten und die Wissenschaftler sagen, ja, aber die Politik hat es gefordert. Also das bringt nichts zu sagen, irgendwo waren Schuldiger, natürlich waren alle Akteure miteinander verantwortlich und je mehr Macht jemand hat, also ein großes Unternehmen hat mehr Macht und damit mehr Verantwortung als ein einzelner Landwirt. So und auf ganz konkrete Ansätze, um das zu verbessern, Sie hatten ja schon gesagt, natürlich könnte man über die Verteilung der EU-Agrarsubventionen der 200 Milliarden, die da europaweit verteilt werden, sollte man vielleicht nochmal diskutieren, so wie das System im Moment ist. Es ist ja quasi Gießkanne, es gibt eine Flächenförderung, jeder Landwirt bekommt pro Hektar die und die das und das Geld zugesteckt.
dafür, dass er sich an gesetzliche Auflagen hält, der Lebensmittelhandel, der einkauft, weiß, der Landwirt kriegt das Geld, aha, dann zahle ich ihm entsprechend weniger und dann wird das Geld durchgereicht. Das ist natürlich ein politisch eigentlich komplett unsinniges System. Und da gibt es ja die Möglichkeit, das Geld aus der sogenannten ersten Säule, also dieser Flächenverteilung, rauszunehmen in die zweiten Säule und damit konkrete Maßnahmen so politisch zu fördern. Man sagt, man hat dieses öffentliche Geld und man fördert damit eine Landwirtschaft, die man haben will. Das wäre ein Weg. Und das andere wäre auch, ich weiß nicht, das ist kartellrechtlich relativ schwierig, aber zu sagen, der Handel verpflichtet sich oder die Lebensmittelverarbeiter verpflichten sich, kostendeckende Preise zu zahlen. Also damit könnte man zum Beispiel jetzt bei der Milchkrise, könnte man sagen, es ist einfach unethisch. Man weiß, es gibt ganz viele Rechnungen, was kostet es, Milch zu erzeugen. Und dann müsste es gesetzlich meiner Ansicht nach möglich sein, zu sagen, man darf nicht eine ganze Branche zwingen, unter den Produktionskosten Milch zu erzeugen. Und wenn man da irgendwie einen gesetzlichen Hinderungsgrund hätte, dass ein Landwirt klagen könnte, wenn er gezwungen wird, seine Milch unter den offiziell festgestellten Erzeugungskosten zu verkaufen, da hätte man auch schon mal einen Hebel, der diesen extremen Preisdruck wegmacht. Und dann gibt es in der Biobranche gibt es einige Versuche, wo sich Händler auch allein aus dem Interesse, weil sie gute Qualität brauchen, zu Preisverhandlungen mit einzelnen Erzeugern zusammenschließen. Zum Beispiel die Brauerei Neumarkter Landsfreund in Bayern, die machen das, die brauchen diese gute Braugerste und die sagen dann den Bauern, okay, ihr kriegt das und das und das, wie viel braucht ihr, dass ihr gut leben könnt, dass ihr weitermacht, dass ihr mir gute Qualität liefert. Und da muss man eben kartellrechtlich als Handel aufpassen, dass man das nicht als Preisabsprache verkauft, aber man kann ja trotzdem gucken, wie ist das Wetter, wie ist die Ernte, wie ist so eine Perspektive, was braucht so ein Hof, und wenn man dann aber, braucht man natürlich die gute Marktposition und dann kann man das eben zahlen. Und das sind, glaube ich, so Modelle, in denen auch der Handel eingebunden wird, in denen man vielleicht einen Schritt weiterkommen kann. Aber das war jetzt sozusagen auf der Wirtschaftsebene. Aber wenn ich jetzt solidarische Landwirtschaft beschrieben habe und dieses Modell Bauern und Schule, das heißt nicht, dass ich damit die Politik außen vor lassen würde. Also auf politischer Ebene sind natürlich auch, je nachdem wie viel Macht gerade bestimmte Parteien haben, aber gibt es natürlich auch ganz viele Wege. Ich wollte auch mal auf das politische in Fokus legen, weil ich denke einfach, solange das Politische da nicht bestimmte Maßen setzt, sind einfach auch vielen Konsumenten einfach auch und auf die Hände gebunden, jedenfalls in dem Ausmaß, wie sie etwas bewirken können. Und natürlich einfach auch durch die Bauern, weil wenn zum Beispiel, es gibt ja auch, wenn man jetzt wirklich auch anguckt, überhaupt, wenn man jetzt Tierprodukte kauft und so, in welchen Maßen auch Bioprodukte kauft und sowas, das kann sich ja längst nicht jeder leisten. Oder wenn man auch schaut, sozusagen, inwieweit kaufe ich Fertigprodukte, inwieweit kaufe ich frische Ware, inwieweit habe ich die Zeit. Und wenn ich vielleicht noch einen Zweitjob oder sowas habe, weil ich sonst nicht über die Runden komme, dann fehlt mir die Zeit vielleicht auch selber da, das zuzubereiten, und greife dann erstmal Fertigprodukte zurück. Und ich denke mal, da muss ja die Politik, ich meine, wenn die Politik, sagen wir, besonders in der Tierhaltung bestimmte Maßnahmen vorschreibt, das darf nicht passieren, dann haben und Kontrollen durchführt, dann haben die Bauern ja keine andere Wahl, als zu produzieren, und dann erhöhen sich die Preise. Natürlich muss dann der Staat auch dafür sorgen, dass sich jetzt alle Leute leisten können und sozusagen alle Leute wieder sich, aber ich denke, da braucht es diese gewissen Anforderungen und einfach auch, dass man diese externen Kosten, die sozusagen dann ausgelagert werden, damit einbezieht, weil irgendwelche Flächen verschmutzt werden oder sonst wie was. Also ich glaube, dass das Stichwort tatsächlich die externen Kosten sind, wenn man sozusagen erst die Schäden, die jemand verursacht auf den Produzenten oder auch ein bestimmtes Produktionssystem auflässt, das könnte man über eine Stickstoffsteuer zum Beispiel bei der Wasserbelastung machen. Das wäre sozusagen ein Hebel, wo man ansetzen kann, oder auch eine Abgabe auf Pestizide, von denen man ja auch weiß, dass sie jetzt nicht gerade Biodiversität fördern. Das sind natürlich einzelne politische Instrumente, die was erreichen können. Klar, und dieses Argument, ja, wir brauchen billige Lebensmittel, weil wir arme Menschen haben, das ist ja auch extrem zynisch, weil wir damit ja im Prinzip ja sagen, ja, du bist gerade irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder Aufstocker, ja, dann musst du jetzt halt irgendwie Tierfleisch essen aus einer Haltung, die dir eigentlich ethisch möglicherweise nicht passt. Und das ist ja jetzt auch kein fairer Zustand. Also, aber irgendwie ist es ja so ein Nullsummenspiel, wenn man guckt, wenn die Agrarmilliarden durchgereicht werden und im Prinzip zwar die Preise für Lebensmittel niedrig halten, damit reiche Leute billige Lebensmittel kriegen, das ist ja ein ganz absurdes System. Die Schwierigkeit ist nur, dass es eine extreme Lobby gibt, die verhindert, dass da Änderungen passieren. Und das ist, glaube ich, immer wieder, was man sich klar machen muss. Da sind Millionen im Spiel, die schon die Lebensmittelampel, so ein kleines Pipifax von Ampel verhindert haben. Da ist wirklich ein enormer Lobbydruck, der verhindert, dass es jetzt sowas wie eine wirklich wirksame Stickstoffsteuer oder Pestizidsteuer oder sowas geben würde. Ich
würde gerne da noch einhaken und sagen, sogar das Problem, ob man sich Lebensmittel leisten kann, wird relativ häufig überbetont. Wir hatten das im Rahmen dieser Vorlesungsreihe ja auch schon, dass der Anteil am Einkommen, den wir fürs Essen ausgeben, ja immer gesunken ist. Das heißt, da muss man auch als Konsument seinen Schwerpunkt anders legen. Also wenn ich mir ein neues Handy kaufe, denke ich da über 50 Euro viel weniger nach, als wenn ich mir Lebensmittel kaufe und diese 50 Euro über einen Monat verteile. Also das muss auch in Relationen gesehen werden. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht so ein Ansatz für so eine Werbekampagne, diese Selbstverständlichkeit, mit der man denkt, dass es so Pfennigbeträge sind, mit denen man seinen Lebensmittelkonsum macht, während man für andere Sachen was ausgeben kann. Ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem man wirklich was viel bewegen kann. Aber es ist natürlich immer, man muss dabei total aufpassen, weil einerseits bin ich ja eine starke Verfechterin davon zu sagen, jeder Einkauf ist eine politische Entscheidung. Jedes Mal, wenn ich ins Regal greife, dann fördere ich die Nachfrage nach dem einen oder nach dem anderen. Deshalb ist jede Entscheidung wichtig, ja auch, was wir noch gar nicht besprochen haben, aber auch für Lebensmittel, die aus Afrika oder Südamerika importiert werden. Da hängt ja wirklich eine Menge an Sklaverei im Bereich Schokolade dran und an wirklich Lebensmittelvergiftung und Vergiftung durch